Tobias Schweiner, geboren 12. November 1984 in Leonberg, wohnhaft in Stuttgart. Ledig Schauspieler seit dem 18.11.2009 in Untersuchungshaft in der JVA Stuttgart. Am 12.11.2009 gegen 23.30 Uhr nahm der Angeklagte, die 26-jährige Valentina Heise, die er am Abend in einer Kneipe kennengelernt hatte, mit in seinen Wohnwagen auf einem Filmset in Stuttgart und hatte Sex. Davon, wenn ich ganz kurz mal unterbrechen darf, ist meine Referendarin Frau Christ. Sie kommt eigentlich reingestürmt. Ich weiß nicht, war eigentlich nicht verabredet mit ihr. Bitte entschuldigen Sie die Störung, aber es ist wirklich wichtig. Ich habe schon versucht, den Herrn Staatsanwalt anzurufen, aber sein Telefon ist ausgeschaltet. Was gibt's denn in der Verhandlung? Deshalb, klar. Ich war gerade in der Geschäftsstelle der Staatsanwaltschaft, als eine junge Frau hereingekommen ist. Ihr Name ist Esther Berg und sie hat gesagt, dass sie mit Valentina Heise befreundet war. Ja, das ist doch die Dame, deren Tod Sie heute verhandeln. Das ist genau richtig. Das stimmt soweit. Frau Berg hatte diese Fotos dabei. Aha. Das hier ist Frau Berg. Das ist Frau Berg? Ja. Und gemeinsam mit Valentina Heise, das ist interessant. Moment mal, die zweite Hälfte dieser Fotos, die ist doch für die Suchaktion, für den Suchaufruf der Polizei verwendet worden. Ja, ganz genau. Die Polizei hat nach der zweiten Frau auf dem Foto gesucht, um mehr über Valentina Heise herauszufinden. Aha. Und diese Frau, wie heißt sie, ist der Berg? Ja. Hat sie sich geäußert? Kann sie was sagen? Weiß sie was über Valentina Heise? Ja, sie sagte, sie habe sogar noch am Tag ihres Todes mit Valentina Heise telefoniert. Sie ist draußen und wartet. Das ist tatsächlich interessant. Warten Sie unbedingt mit der Frau Berg draußen. Ich glaube, wir werden Sie auf jeden Fall hier als Zeugin vernehmen. Wird gemacht. Frau Christ, danke schön. Können Sie direkt da lassen. Dankeschön. Ja, Herr Staatsanwalt, dann setzen Sie am besten noch mal ganz neu an, genau, würde ich sagen. Genau, so mache ich das. Am 12.11.2009 gegen 23.30 Uhr nahm der Angeklagte, die 26-jährige Valentina Heise, die er am Abend in einer Kneipe kennengelernt hatte, mit in seinen Wohnwagen auf einem Filmset in Stuttgart und hatte Sex mit ihr. Dabei zeichnete er den gemeinsamen Geschlechtsverkehr heimlich mit einer zuvor im Wohnwagen installierten Kamera auf, in der Absicht, den Film später über das Internet zum Verkauf anzubieten. Valentina Heise erfuhr jedoch am 14.11.2009 von den heimlichen Filmaufnahmen, stellte den Angeklagten in seiner Wohnung zur Rede und drohte ihm, zur Polizei zu gehen. Daraufhin kam es zwischen den beiden zu einer handfesten Auseinandersetzung, weil Valentina Heise sich von ihrer Absicht nicht abbringen ließ und der Angeklagte befürchtete, eine polizeiliche Anzeige könnte seiner Karriere als Filmschauspieler schaden, nahm er gegen 12.30 Uhr das Kabel seines Rasierapparats, schlang es der 26-Jährigen um den Hals und drosselte sie damit bis zum Tod. Die Staatsanwaltschaft bejaht das besondere öffentliche Interesse an der Strafverfolgung der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Der Angeklagte wird somit des Mordes sowie der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen beschuldigt. Strafbar gemäß § 211. Herr Schweiner, möchten Sie sich zum Anklagevorwurf äußern? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was da passiert ist. Ich bin irgendwie in die Sache reingezogen worden. Also in den Mord an Valentina Heise sind Sie reingezogen worden, ja? Ich habe Sie nicht getötet, das schwöre ich Ihnen. Ich habe Sie geliebt, ich wollte mit ihr zusammen sein. Dann erzählen Sie dem Gericht doch bitte, wie Sie beide sich kennengelernt haben. Ich habe den Film gedreht. Den ersten seit vielen Jahren. Ich war ja früher mal ein Kinderstar. Ja, aber so, als ich dann so 12 war, wollte keiner mehr mit mir drehen. Ja, jetzt habe ich endlich wieder einen Film gemacht und ja, es war eine Billigproduktion, aber immerhin. Am vorletzten Drehtag hatte ich Geburtstag, aber keiner wollte mit mir feiern. Mein bester Kumpel, der wäre gekommen, aber der hatte an dem Tag keine Zeit. Ja, und da saß ich da ganz allein in der Kneipe, total deprimiert. Plötzlich geht die Tür auf und da kommt ein super hübsches Mädchen, setzt sich direkt neben mich und schüttet mir erstmal ihr Getränk über die Hose. Und das war diese Valentina Heise? Das war Valentina Heise, ja. Ja, wir sind dann ins Gespräch gekommen, wir haben geredet, getrunken, irgendwann haben wir uns auch geküsst. Und sie hat mich dann gefragt, ob wir nicht irgendwo hingehen wollen, wo wir ungestört sind. Da habe ich natürlich ja gesagt, ich meine, die Frau war der Hammer. Ja, wir sind dann zum Filmgelände gegangen, wo ich einen Wohnwagen hatte. Ja, und da haben wir dann... Da haben Sie dann den Sex gehabt, den Sie dann auch gefilmt haben? Nein, habe ich nicht. Ich meine, ja, ich habe mit ihr geschlafen, aber ich habe das nicht gefilmt. Wie ist es dann denn weitergegangen? Sie glauben mir das ja sowieso nicht, aber ich habe mich wirklich in sie verliebt in dieser Nacht. Und ich habe ihr das auch gesagt und sie hat zu mir gesagt, dass sie genauso für mich empfindet. Sie ist dann den ganzen letzten Drehtag noch bei mir geblieben. Abends sind wir zu mir in meine Wohnung gefahren und da hat sie noch mal bei mir übernachtet. Also Geburtstag haben Sie am 12. November, dann wären wir zwei rechnerisch beim 14. November angelangt, oder? Ja, ja. Was ist da dann passiert? Wir haben zusammen gefrühstückt morgens und so gegen 10 Uhr bin ich dann losgegangen. Sie hat gesagt, dass sie auf mich wartet in der Wohnung, bis ich wiederkomme. Aber als ich zurückgekommen bin, war sie weg. Und wann sind Sie wieder in die Wohnung gekommen? Ja, das war so um 18 Uhr etwa. Und wo waren Sie die ganze Zeit dazwischen? Ich war unten in meinem Keller. Ich habe da so einen kleinen schallisolierten Raum eingerichtet. Mit Computern, Brennern, einem Schnittblatt. Ja, ich war den ganzen Tag da unten.
Und währenddessen muss sie irgendjemand in meiner Wohnung umgebracht haben. Also Herr Schreiner, Ihre Erzählung klingt so romantisch, wirklich so romantisch. Und da frage ich mich natürlich, wenn das wirklich der Beginn einer so großen Liebe, einer großen Beziehung war, warum haben Sie dann damals Valentina Heise nicht als vermisst bei der Polizei gemeldet? Ich meine, die Leiche lag 2 Tage im Wald. Sie müssen sich doch gefragt haben, was aus der Traumfrau geworden ist. Ja, zuerst habe ich gedacht, sie kommt schon wieder. Und dann nach einer Weile habe ich gedacht, ja, schade, aber vielleicht hat es mit uns einfach nicht gepasst. Ich habe sie ja gar nicht richtig gekannt. Ich habe nicht mal ihren Nachnamen gewusst oder wo sie wohnt. Außerdem habe ich gedacht, vielleicht hat sie ja auch die Pornos gefunden und ist deswegen gegangen. Was für Pornos? Ich habe Raubkopien gemacht mit meinem besten Kumpel, die ich übers Internet verkauft habe. Es kann ja sein, dass es diese Raubkopien waren, die Valentina Heise so verschreckt haben. Ich denke aber, es geht hier um einen ganz anderen Sexfilm, der maßgeblich war. Nämlich der Film, den Sie heimlich gedreht haben. Na, den haben wir gefunden, auf einer Speicherkarte, ganz in der Nähe vom Fundort der Leiche. Hier die Speicherkarte, die lag eben ganz nah bei der Leiche von Frau Heise. Ich habe uns nicht gefilmt, ich mache sowas nicht. Ach ja, wollen Sie leugnen, dass es diesen Film gibt? Gibt es diesen Film etwa auch überhaupt nicht? Oder wie ist das zu verstehen? Ja, natürlich gibt es den Film genauso wie die Fingerabdrücke von Valentina Heise auf dieser Speicherkarte. Ja, ich weiß, dass... Das ist mein Wohnwagen und das bin ich und das ist Valentina, aber ich habe keine Ahnung, wie es dazu kam. Wer hatte den Zugang zu Ihrem Wohnwagen auf dem Filmgelände? In dem Wohnwagen ist ja zweifelsfrei dieser Film entstanden. Ich und wahrscheinlich jeder andere, der an dem Film mitgearbeitet hat. Es wurde nur an Sie der Schlüssel ausgegeben. Nur Sie hatten einen Schlüssel. Herr Staatsanwalt, Sie brauchen aber keinen Schlüssel, um die Tür des Wohnwagens zu öffnen. Ich habe mal einen Versuch gestartet an einem baugleichen Wohnwagen. Mit einem einfachen Schraubenzieher lässt sich die Tür ganz leicht öffnen. Und Sie hinterlassen nicht mal eine Spur. Sie meinen also, jemand anderer hat sich da Zugang zum Wohnwagen verschafft? Ja. Und hat die Kamera da drin installiert? Davon bin ich überzeugt. Und ich habe auch einen ganz konkreten Verdacht. Und zwar Clemens Meyer. Erstens hatte er Zugang zu dem Filmgelände, weil er ja auch bei den Produktionen als Produktionsassistent, glaube ich, gearbeitet hat. Und außerdem ist er auf meinen Mandanten überhaupt nicht gut zu sprechen. Er hat ein persönliches Problem mit meinem Mandanten. Na ja, gut, jetzt frage ich mich nur, welches Problem hätte Ihr Mandant, der ehemalige Kinderstar Tobias Schreiner, gehabt, wenn rausgekommen wäre, dass er heimlich Frauen filmt, wie sie mit ihm den Liebesakt durchziehen und vollziehen. Gut, über das Problem von Clemens Meyer mit dem Angeklagten können wir dann später bei der Vernehmung des Herrn Meyer sprechen. Gibt es im Moment Fragen an den Angeklagten? Dann treten wir in die Beweisaufnahme ein. Sie setzen sich bitte zur Frau Verteidigerin. Schauen Sie doch gerade mal, Herr Seeloff, bitte, ob die Esther Berg draußen ist. Also ich würde Sie am allerliebsten direkt als erste Zeugin finden. Sind Sie Esther Berg? Ja. Dann kommen Sie bitte gleich rein. Gehen Sie bitte nach vorne. Frau Berg, guten Tag. Ja, das sind Sie offensichtlich hier. Nehmen Sie doch bitte hier in der Mitte Platz, bitte schön. Sie sollen als Zeugin hier vernommen werden. Sie wissen, dass Sie als Zeugin die Wahrheit sagen müssen. Sie wissen auch, wer was Falsches sagt vor Gericht, macht sich strafbar. Dann bräuchte ich Ihre Personalien. Esther Berg, ist es soweit richtig? Mhm, Esther Maria. Wie alt sind Sie denn? 22. Sie wohnen in? Ich bin gemeldet in Köln bei meinen Eltern, aber ich wohne zurzeit in Stuttgart. Ihr Familienstand und Ihr Beruf? Ich bin ledig und ich mache immer wieder so Aushilfsjobs. Mhm. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten? Nein. Wieso haben Sie sich denn eigentlich erst jetzt gemeldet? Weil Tina Heise ist ja schon im November verstorben. Ja, ich wusste ja überhaupt nicht, dass sie verschwunden ist. Und ich wusste auch überhaupt nicht, dass man nach mir sucht. Ja, also nur kurz zur Erklärung. Diese Fotos hier, ja? Die wurden im Geldbeutel von Valentina Heise gefunden. Und weil keiner wusste, wer die zweite Person da auf dem Foto ist, wurde von der Polizei um Mithilfe bei der Suche nach ihnen gebeten. Ja? Und von der Suche hat man sich einfach mehr Informationen über die letzten Lebensmonate von Valentina Heise erhofft. Was war denn Valentina Heise überhaupt so für eine Person? Sie war ein so fröhlicher Mensch. Sie hat gern alte Filme geschaut. Sie wollte immer mal in Spanien wohnen. Sie hat gesagt, dass sie vielleicht mal ein Kind adoptieren will, weil es so viele Kinder ohne Eltern gibt. Mhm. Wovon hat sie denn gelebt? Was hat sie gemacht? Also sie war ja nirgends gemeldet. Ja, sie hat ganz verschiedene Sachen gemacht. Sie war als Aushilfe, als Bedienung oder so angestellt. Sie war auch mal Stadtführerin. Sie hat so viele verschiedene Sachen. Also so Sachen wie bei gemacht. Ihnen im Grunde, ja. Mhm. Bei der Staatsanwaltschaft haben Sie scheinbar schon gesagt, Sie hätten mit Valentina Heise an dem Tag ihres Todes noch telefoniert, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Ja, ich habe noch nicht alles über Valentina gesagt. Was sollten wir denn noch wissen über Valentina Heise? Valentina ist manchmal mit Männern mitgegangen. Für Geld. Sie meinen, sie hat sich prostituiert? Und genau das ist es auch, was sie das letzte Mal zu mir gesagt hat, als ich es das letzte Mal gesehen habe. Dass sie eben zu einem Mann geht. Wissen Sie auch, um wen sich da gehandelt hat? Nein, nur, dass sie von irgendeinem Mann irgendwohin bestellt wurde. Und wann war das? Am 12. November. Und am 14. haben Sie dann noch mal mit ihr telefoniert? Genau, am 14. hat sie dann gesagt, sie hätte sich mit dem Mann getroffen und dass sie sich in ihn verliebt hätte. Und dass sie mit ihm irgendwo hinfahren würde. Herr Schreiner,
Wissen Sie was davon, dass Sie mit Ihnen wegfahren wollen? Ja, ich sollte noch einen Film drehen. Einen größeren wie den davor in Berlin. Mhm. Und Valentina wollte mich dorthin begleiten. Ich habe hier die Telefonunterlagen des Angeklagten. Also, da taucht kein einziger Telefonanruf auf, der sich nicht hätte zuordnen lassen. Also, wenn da Ihre Nummer aufgetaucht wäre, dann hätte man Sie ja früher irgendwie ermitteln können, wer auf Sie gestoßen, oder? Sie hat gesagt, dass sie aus einer Telefonzelle angerufen hat, als sie gerade zum Bäcker wollte. Mhm. Haben Sie dann danach noch mal mit ihr gesprochen? Ich habe danach nicht mehr mit ihr gesprochen. Das ist wirklich interessant. Endlich erfahren wir mal was über den Mensch Valentina Heise. Das war bislang ja nicht möglich gewesen. Aber was mich noch viel mehr fasziniert hat jetzt, muss ich sagen, wenn ich auf den Angeklagten geschaut habe. Er hat nicht mit der Wimper gezuckt, als er gehört hat, dass Ihre Freundin sich prostituiert hat. Und da frage ich mich schon, Herr Schreiner, war das jetzt keine Neuigkeit für Sie, das jetzt auf einmal zu hören? Ja, doch. Ich habe das nicht gewusst. Aber ehrlich gesagt war es auch keine große Überraschung. Ach, und warum nicht? Naja, ich hab mir schon gedacht, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich meine, so eine klasse Frau wie die gibt sich doch nicht einfach mit so einem wie mir. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, sie hätte sich in Sie verliebt, ne? Schöner Beginn einer tollen Beziehung. Warum haben Sie dann nach einem Haken gesucht, wenn Sie so sicher waren, dass sich diese Frau in Sie verliebt hat? Ja, vergessen Sie es doch einfach. Ich sage Ihnen was, das vergesse ich ganz sicher nicht. Ja, auf was wollen Sie denn hinaus, Herr Staatsanwalt? Ganz ehrlich, Frau Verteidigerin, die Anklage ist schon ein paar Wochen alt, das ist natürlich ganz klar. Nicht alle Fakten, die ich jetzt hier höre, konnte ich in der Anklage schon verarbeiten. Ich werde einen Teufel tun, meine Anklage zu widersprechen. Aber natürlich wäre auch ein interessanter Gedankengang, dass da wirklich Liebe im Spiel war, Verliebtheit. Der Angeklagte hat sich verliebt, die Verstorbene hat sich verliebt gehabt und dann findet er raus, sie ist eine Prostituierte, prostituiert sich zumindest ab und an mal. Ja, und weiter? Ja, er wäre nicht der erste Mann, der bei einer solchen Nachricht die Frau, in die er sich verliebt, und dann hört er sowas, der bei einer solchen Nachricht ausflippt, durchdreht. Das sind doch reine Spekulationen. Ja, ich sage ja nichts anderes. Ich höre das jetzt das erste Mal. Ich sage es ja nur, so könnte man den Gedanken vielleicht auch weiterspinnen. Na, und ich meine, aus Frust kann ganz schnell Wut werden, aus Wut wird ganz schnell körperliche Gewalt. Und auch darin könnte ein Motiv liegen, warum der Angeklagte die Tat begangen hat. Ja. Zum Thema körperliche Gewalt verlese ich vielleicht an dieser Stelle direkt einen Obduktionsbericht. Und demnach hat die Leiche von Valentina Heise mehrere Hämatome im Gesicht und Griffhämatome an den Armen aufgewiesen. Also das weist darauf hin, dass sie vor ihrem Tod festgehalten und geschlagen wurde. Und an ihrem Hals zeigte sich eine ca. 1 cm breite Drosselmarke. Die Todesursache war eine hypoxische Hirnzellenschädigung aufgrund von akutem Sauerstoffmangel. Breite und Form der Drosselmarke weisen auf ein spiralförmiges Kabel hin, also möglicherweise das eines Rasierers als Tatwerkzeug. Und ein entsprechender Rasierer ist im Badezimmer des Angeklagten gefunden worden. Ja, der hat auch so ein Spiralkabel und erstaunlich daran ist, normalerweise so ein Rasierer, da gibt es ja immer irgendwelche kleinen Ablagen, ein paar Härchen vielleicht an dem Kabel, Rasierwassercreme, irgendetwas. Dieses Kabel war peinlichst gesäubert, da war nichts dran, keine verwertbaren Spuren. Wenn wir gerade dabei sind, die Leiche, die wurde dann am 16.11. von einem Jock in dem Waldstück bei Stuttgart gefunden. Die Art der an der Leiche gefundenen Insekten lassen darauf schließen, dass der Tod schon 2 Tage vor dem Fund der Leiche eingetreten ist, also dass sie da schon 2 Tage gelegen hat. Herr Vorsitzender, wenn Sie mal für mich die Folienabzüge hätten aus der Wohnung des Angeklagten, ja. Nur ganz kurz. Ja, auch hier. Das ist nett, danke schön. Schauen Sie mal, Herr Schreiner. Was sehen Sie darauf? Sie wissen es nicht, ich sage Ihnen das. Das sind Pollenspuren von Kornblumen. Ja? Pollenspuren von Kornblumen. Und diese Spuren haben wir bei Ihnen auf dem Teppich gefunden. Ja? Dann haben wir aber damit vermischt auch noch Make-up-Spuren gefunden. Make-up-Spuren aus dem Make-up, das wir in der Tasche wiederum der Verstorbenen gefunden haben. Dann haben wir in den Nasenlöchern der Verstorbenen ebenfalls diese Pollenspuren gefunden. Und wenn nicht das Gesicht schon von der Witterung sich einfach verändert hätte, ne, die Leiche lag 2 Tage draußen, dann hätten wir sicherlich auch diese Pollenspuren im Gesicht gefunden. Haben wir dann eben nicht. Jetzt überlege ich mir halt Folgendes. Ob nicht die Verstorbene auf den Teppich gefallen war, dahin gefallen war, nachdem sie geschlagen wurde, nachdem sie gedrosselt wurde, mit dem Gesicht drauf und dann noch die Blumen irgendwo mitgerissen, sodass die Pollenspuren an die Leiche kommen konnten. Kann es nicht so gewesen sein? Soll ich Ihnen mal was sagen? Ich bin gegen Blumen allergisch, ich habe überhaupt gar keine Blumen in meiner Wohnung. Eben. Der Mörder muss sie mitgebracht haben, als er bei der Wohnung meines Mandanten erschienen ist und Valentina Heise ihm die Tür geöffnet hat. Und diese Person wird auch Valentina Heise als Prostituierte auf meinen Mandanten angesetzt haben. Und zu welchem Zweck sollte jemand sowas tun? Ja, damit die beiden bei dem Sex im Wohnwagen gefilmt werden können und er damit meinen Mandanten schaden kann. Wie gesagt, Clemens Meyer ist nicht gut zu sprechen auf meinem Mandanten. Haben Sie den Namen Clemens Meyer schon mal gehört? Nein. Noch weitere Fragen? Keine. Dankeschön. Dankeschön, dass Sie sich gemeldet haben. Sie bleiben unvereidigt, dürfen hin Platz nehmen. Damian Goldmann, bitte. Herr Goldmann, guten Tag. Nehmen Sie bitte Ihren Platz.
Sie wissen, dass der Zeuge die Wahrheit sagen muss. Mit einer Falschaussage macht man sich strafbar. Gegen Sie läuft derzeit noch ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Verletzung von Urheberrechten, wie gegen Sie übrigens auch. Alles, was in die Richtung an Fragen kommt, müssen Sie nicht beantworten. Überhaupt alle Fragen muss ich selbst belassen können. 55 StPO. So, Sie heißen Damian Goldmann, 26 Jahre alt. Sie wohnen in Stuttgart. Sie sind ledig, Tontechniker, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Sie wissen, dem Angeklagten wird vorgeworfen, Valentina Heise am 14. November 2009 erdrosselt zu haben. Wissen, das ist totaler Schwachsinn. Tobi und ich, wir waren den ganzen Tag zusammen im Keller und haben da das gemacht, worüber ich ja hier nicht reden muss. Sie wissen schon, die Urheberrechtsverletzung. Wenn ich ganz kurz in diesem Zusammenhang auf Seite 104 der Akten verweisen darf. Dort befindet sich ja das Gutachten der Spurensicherung über den Rechner im Keller. Und aus dem Arbeitsspeicher ergibt sich eindeutig, dass der Rechner den ganzen Tag ohne Unterbrechung gelaufen ist. Es wurde gerippt, geschnitten, gescannt, gebrannt, keine Ahnung was alles. Auf jeden Fall ohne Unterbrechung. Ja, ja. Jemand ist dort unten gesessen und jemand hat den Computer bedient, Frau Verteidigerin. Ja, wir machen das immer zu zweit, weil das echt sonst totlangweilig ist. Von wann bis wann sind Sie beide denn da gemeinsam im Keller gesessen? So von 11 bis 18 Uhr. Wir sind dann danach noch zu Tobi hoch in die Wohnung. Ich habe noch was getrunken und naja, er war halt echt mega gestresst, weil das Mädchen nicht mehr da war. Wussten Sie, von welcher Frau er da sprach? Ja, er hat mir den ganzen Tag von ihr erzählt, dass er seine Traumfrau kennengelernt hat und dass die wunderhübsch ist und so toll. Aber gesehen habe ich sie nicht. Und was haben Sie dann gemacht, als sie nicht da war? Ich bin dann zum Geburtstag von meiner Oma gefahren und was Tobi gemacht hat, weiß ich nicht. War Herr Schreiner irgendwann mal nicht bei Ihnen im Keller oder umgekehrt Sie nicht bei ihm? Nee, wir waren den ganzen Tag zusammen. Also wir sind einmal kurz Zigaretten holen gegangen, aber da waren wir auch zusammen. Das war aber. Ja. Ist aber seltsam. Der Auffindeort der Leiche ist circa anderthalb Stunden entfernt von der Wohnung meines Mandanten. Das heißt, man hätte 3 Stunden gebraucht. Sagen Sie, Sie und der Angeklagte sind Freunde seit Kindertagen, ist das richtig? Ja, ja, genau. Sie gehen durch dick und dünn im Leben, ist auch richtig, ne? Auch auf anderer Ebene, krimineller Ebene, kann man das so sagen? Ich meine, Sie haben ja auch zusammengearbeitet, als es um die Kopie dieser Filmchen ging. Haben Sie beide ja schon eingeräumt, diese Geschichte mit den Pornos, aber das hat doch nichts damit zu tun, dass Tobi und ich befreundet sind. Ich meine, ich hätte das mit jedem anderen auch gemacht. Das geht doch dann nur um Selbsterhaltung, wissen Sie? Man kann arbeiten, man kann aber auch kriminell werden. Sie haben sich für Letzteres entschieden, richtig? Nein, ich arbeite doch. Ich meine, ich verdiene da halt sau wenig Geld und wenn ich die Möglichkeit habe... Dann verdienen Sie woanders mehr Geld, ja. Nein, wieso? Ich nehme die Filme, die ich auf der Arbeit habe, mit nach Hause, synchronisiere die und ja, verdiene da halt ein bisschen Geld nebenbei. Das ist doch, müssen wir jetzt ja nicht drüber reden. Ja, so ist es leider, dass man zum Teil mit illegalen Dingen mehr Geld verdienen kann als mit legaler Arbeit. Also ich verstehe Sie so, wenn sich irgendwo eine Gelegenheit bietet, dann muss man die nutzen, egal ob das illegal ist oder unmoralisch. Es ist ja nicht so, dass ich echte Kunst von echten Künstlern klaue, sondern das sind halt ausländische Pornos, die synchronisieren der Tobi und ich, das geht ganz einfach. Wir verändern unsere Stimmen ein bisschen und Text ist das meistens gar nicht viel. Naja, und so der typische Spanner scheint sowas zu mögen, diese Heimproduktion. Keine Ahnung. Jetzt habe ich Sie richtig verstanden. Hm? Pornofilme, die genügen nicht ihren hohen künstlerischen Ansprüchen und deswegen ist es ja weniger schlimm, oder? Das sind trotzdem Urheberrechtsverletzungen, das ist kein Kavaliersdelikt. Ich weiß, deswegen habe ich auch jetzt eine Menge Ärger am Hals, aber das hat doch jetzt hiermit überhaupt gar nichts zu tun. Es geht darum, dass Sie den Angeklagten entdecken, weil Sie beide letztlich im selben kriminellen Schlamassel stecken. Jetzt hören Sie mal zu, also... Raubkopien, das ist eine Sache. Aber Mord, das ist doch was ganz anderes. Wenn Tobi das Mädchen umgebracht hätte, dann hätte ich ihn auf jeden Fall geschnappt. Dann wäre mir nämlich diese ganze Scheiße hier mit diesen Urheberrechtsverletzungen, hätte ich mir dann sparen können. Das wäre alles gar nicht aufgeflogen. Ihnen ist gar nichts anderes übrig geblieben. Das Ganze ist ja nicht aufgeflogen, weil Sie beide reumütig zur Polizei gegangen sind. Wir haben eine Leiche gefunden, haben in der Nähe von der Leiche eine Speicherkarte gefunden. Hören Sie zu, wir haben uns die angeschaut und haben dann den Angeklagten darauf gesehen, ja? Sind dann aufgrund dieser Einsichtnahme dann zum Angeklagten zur Wohnung gegangen. Und wen treffen wir da an? Sie und Ihren Freund, den Angeklagten, wie Sie gerade am Einpacken und Verschicken von Pornofilmen sind. Ja, das ist ja schon richtig so, aber ich meine, glauben Sie, ich würde meinen Maul so weit aufreißen, wenn ich nicht hundertprozentig sicher wäre, dass Tobi unschuldig ist? Also, entschuldigen Sie mal bitte, Sie sind, glaube ich, froh und glücklich in Wahrheit, dass wir es nicht geschafft haben, bis jetzt, betone ich, auch Sie anzuklagen wegen irgendeiner Beteiligung am Tod von Frau Heise. Aber Ihnen ist auch ganz klar, dass es wichtig ist, ihm ein Alibi zu geben, sonst kommen wir ganz schnell auch auf Sie zu. Was wollen Sie mir denn nachweisen? Ich habe doch nichts damit zu tun. Ich sage Ihnen noch etwas, die Ermittlungen haben was anderes ergeben und natürlich sind Sie in Verdacht geraten. Die Ermittlungen, da hat es doch bestimmt tausendmal vorher schon irgendwelche Fehler gegeben. Also aber in dem Fall gibt es schon einiges, was darauf hindert. Das sind zum einen ja diese Pollenspuren am Opfer und in der Wohnung Ihres Freundes. Dann wurde an der Leiche ein Holzschiefer gefunden, ja, der sich da am Hosenbein verhakt hat. Das ist ein südamerikanisches Sucupira-Holz und das stammt von der Truhe, in der Wohnung des Angeklagten steht. Hm? Ja, und wissen Sie was, ich kenne die Truhe sogar. Ich habe die ja zusammen mit dem Tobi mal transportiert mit meinem Auto. Aber es bestreitet ja auch niemand, dass das Mädchen in der Wohnung war,
Nur ist sie da eben nicht umgebracht worden. Naja, das ist ja nicht alles, ne? Dann haben wir noch einen Anruf von der Frau Heise aus der Wohnung von Herrn Schreiner heraus zum Notruf, ne? Um 12.27 Uhr am Tattag. Das kommt ja auch noch ja, hinzu. Ja, aber das kann doch auch ein Versehen sein. Oder weiß man denn inzwischen, wer, warum auch immer da angerufen hat? Leider nicht. Die Verbindung war sofort abgebrochen. Frage an Sie vielleicht, Herr Schreiner. War das der Moment, in dem Sie ihr das Telefon aus der Hand gerissen haben? Und eine ganz andere Frage vielleicht. Was war denn, als Frau Heise dahinter gekommen ist, dass es so ein Filmchen über Sie gibt, wie sie mit Ihnen den Sex ausübt? Was war denn dann? Was ist danach passiert, frage ich Sie. Sind Sie ins Bad gegangen danach? Ist sie ins Bad gegangen, weil sie vor Ihnen flüchten wollte? Haben Sie sich gestritten? Haben Sie in dem Streit dann zugeschlagen? Wollte sie vom Bad aus dann die Polizei anrufen und Sie wollten das nicht zulassen? Haben Sie sie dann erdrosselt, um das zu verhindern? Mit dem Rasierapparat, mit dem Kabel, besser gesagt davon? Das ist doch die Frage. Ja, aber Herr Staatsanwalt, es mag ja sein, dass sich alles so zugetragen hat, wie Sie es hier beschreiben. Aber dann müssen Sie die Rolle mit anderen Personen besetzen. Mein Mandant hat daran nicht teilgenommen. Er saß im Keller und hat mit Herrn Goldmann DVDs gebrannt. Genau so ist es. Weitere Fragen an den Herrn Goldmann. Sie bleiben unvereidigt. Nehmen bitte gerade mal hinten Platz. Clemens Meyer, bitte.